es fehlt irgendwas und dann fahren wir einfach los. Markus, welchen Grund hat das, dass wir hier vor den Sprintern stehen? Ja, die Sprinter brauchen wir, um jede Menge Leute, meistens Bands, von den Flughäfen, Hotels abzuholen oder hinzubringen. Und häufig müssen wir auch noch mal spontanlos irgendwas besorgen. Ein laktosefreie Milch. Oder Avocados oder rotes oder blaues Powerade. Deine Position, du bist also praktisch der Koordinator der Runner. Genau, also ich betreue die Runner-Crew. Und wir sind halt immer eine bestimmte Anzahl von Fahrern. Wir machen das in zwei Schichten. Weil wir fahren ja Leute durch die Gegend und wenn man dann, wie am Anfang die ersten Jahre, so 12, 13 Stunden am Stück fährt, wird es irgendwann kritisch. Ja. Ne? Und das macht Spaß. Wie viele Helfer hast du dieses Jahr im Einsatz, also mit dir zusammen? Oh, dieses Jahr sind wir 12 Leute. 12 Leute? Genau. 12 Leute, das heißt 6 pro Schicht. Und wir haben auch 6 Fahrzeuge. Wir haben 5 Fahrzeuge und es sind so, es kann ja immer nicht jeder jeden Tag meistens, aber so, dass wir immer 5 Leute pro Schicht da sind. Was war dieses Jahr die verrückteste Fahrt? Blind Channel war die verrückteste Fahrt. Hingefahren, Gepäck nicht da, umgeleitet, nochmal hingefahren, nochmal wieder abgeholt, aber das ist ganz normal hier. Also für mich war natürlich Skinred die verrückteste Fahrt, weil es fehlte dir ein Fahrer. Ich bin großer Skinred-Fan und ich durfte mitfahren. Also Markus, da muss ich auch nochmal Danke sagen. Das war für mich ein großes Highlight. Ja, das ist spontan einspringen ist immer ganz wichtig, weil hier kann man noch so viel planen, wie man will. Es gibt immer was Spontanes, was Neues, was nie geplant ist. Genau, das hatten wir vorhin auch schon. Das Schöne bei diesem Festival ist, dass du morgens mit einem Plan herkommst, der mittags komplett über den Haufen geworfen ist, aber am Abend meistens mit Glück das funktioniert hat, was wir wollen. Ja, genau, so ist es. Also wir koordinieren uns mittlerweile schon ganz gut mit Calvin, aber alles planen kann man nicht. Und wenn das dieses Jahr die verrückteste Fahrt war, was war so in deiner Karriere? Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Was hast du gesagt? Jetzt ruft schon wieder einer an. Nein. Seit 2017 bin ich dabei. Und die verrückteste Fahrt war Bullet for My Valentine. Und dann haben sie die ganze Fahrt nach Hannover zum Hotel gesungen. Aber alles Mögliche. Von NSYNC über Backstreet Boys bis Weihnachtslieder und Schlaflieder, da war alles dabei. Okay. Die waren gut drauf. Alles klar. Herzlichen Dank, Markus. Gut, das war's.